Fast monströs wirken die Bagger am ehemaligen Hortenkaufhaus, wenn sie sich mit ihren zangenähnlichen Mäulern durch den harten Stahl beißen. Damit hat wohl niemand gerechnet, dass der Stahlbeton in der oberen Decke zum Problem werden könnte. Denn dieser Stahl ist deutlich härter als erwartet. Mit 3 Baggern kämpft sich die Firmerei aus Dermbach durch die einzelnen Etagen. Der Abriss des hinteren Teils soll noch bis Ende nächster Woche andauern. Im Anschluss wird eine Sperrung des Gehwegs vorgenommen und es kann mit dem vorderen Teil weitergehen. Erst ganz zum Schluss werden die Stützpfeiler dem Erdboden gleichgemacht. Der gesamte Abrissprozess wird sich noch bis Ende November hinziehen. Aber eine Frage bleibt noch ungeklärt. Wer konnte sich vom Hortenkaufhaus nicht trennen und hat den Schriftzug am Inselplatz in seinen persönlichen Besitz übergehen lassen?